Jahreshoroskop 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo für Ria D. Lieber Ria D., ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Aber das Bild, was hier sichtbar ist, zeigt dein Geburtshoroskop, was ich im Teil 1 erklärt habe. Dieses Horoskop, dieses Bild bleibt. Da ändert sich gar nichts. Was sich ändert, das ist dein Leben. Weil du machst Schritte in dein Leben. Das bleibt nicht stehen. Dein Geburtsmoment ist hier. In dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen. Und damit startest dein Leben und machst deine Lebensschritte und das nennen wir als 7-Jahre-Periode. Dann übergibst du auf die Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock und mit deinem Lebensalter bewegst du dich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das bedeutet, du lernst zurzeit in dieser Phase, in dieser Periode einiges von Tierkreiszeichen Wassermann. Das sind Einflüsse von außen oder Begegnungen mit anderen Menschen. Du kennenlernst diese Tierkreiszeichen, weil das ist gerade dieses Boden, was du momentan brauchst und diese Themen auch, was zu Tierkreiszeichen Wassermann zugeordnet ist. Zum Beispiel die Luftelement, die Leichtigkeit, dann die tolle Ideen, Humor und dieses Gefühl zu bekommen zur Zeit, dass du einzigartig bist, außergewöhnlich bist. Und bedeutet auch, das Leben mit anderen Augen betrachten, wie ein Adlerblick. Die weiter schauen, weitere Perspektiven haben. Also das ist dieser Lebensbereich, wo du dich gerade befindest oder bewegst du dich in diesem Boden. Das ist deine Lebensphase. Und die Tierkreiszeichen Wassermann hat einen Einfluss drauf. Und im 42. Lebensjahr beginnt dann die Tierkreiszeichen Fischenphase, wo dann lernst, im Vertrauen zu sein, Vertrauen am Fluss des Lebens. Dieses Horoskop zeigt dein Geburtshoroskop nach indischer Astrologie und hier, wo diese Karten liegen, das sind die Planeten und Sonne und Mond, diese Lebensbereiche sind für dich sehr wichtig. Das ist das erste Lebensbereich, dein Selbst, deine Persönlichkeit. Die zweite Lebensbereich, das ist die Werte, Wertschätzung, Finanzen. Die dritte Lebensbereich, Internet, Kommunikation. Dann auch Kontakte, Verbindungen, einiges in Bewegung setzen. Dein häuslichen Bereich und dann die Geheimnisse. Diese Lebensbereiche sind für dich sehr wichtig. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch. Sie bleiben auch nicht hier stehen, wie in diesem Augenblickaufnahme, was die Geburtshoroskop symbolisiert, sondern die bewegen sich auch und aktivieren etwas im Horoskop. Und genau das schauen wir an. Was wird bei dir aktiviert, Jahr 2019? Weil da hast du Einfluss von Sternen, bewegt sich einiges. Das heißt, ändert sich etwas in dein Leben. Januar 2019 befindet sich Uranus in Tierkreiszeichen wieder. Und die Tierkreiszeichen wieder befindet sich in dein Geburtshoroskop im 8. Lebensbereich.
Und hier kommen die Veränderungen. Uranus sorgt für diese Veränderungen. Und das sind Themen hier in diesem Bereich, Themen wie Loslassen, Kündigen, von etwas verabschieden, was bedrückt. Das ist die Energie, die Transformation und wirkt auch auf deinen Gefühlen, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Loslassen. Und hier sind auch Themen wie Finanzen, und das sind die Investitionen, auch Erbschaften, bedeutet auch Gewinne zu machen, wie zum Beispiel spekulieren an Börsen, ist auch möglich, bedeutet auch ämtlichen Themen, Finanzamt, Steuerberater, Banken, Versicherungen, all das in Ordnung zu bringen. Dieser Bereich hat nicht nur auf dem Geld einen Bezug, was du verdienst, sondern zeigt die Besitz von Partnerin. Und da kann auch Erbschaft kommen. Es gibt die beiden Mondknoten. Ketu, die absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Aktiviert hier bei dir den Lebensbereich Kinder, die Erinnerungen an deine Kindheit oder karmischen Erinnerungen. Die aufsteigende Mondknoten, und das zeigt die Richtung, die Suche, dein Platz im Leben oder Suche nach deiner Aufgabe, diese aufsteigende Mondknoten oder Rahu bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist die Richtung Freundschaften, Richtung eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen aktiv zu sein, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei, zeigt auch die Hoffnungen, die Hoffnung, dass du in den richtigen Weg dich bewegst. Also hier hast du karmischen Themen, weil das wird aktiviert. Bis Ende März 2019. Ab April ändert sich das. Venus bewegt sich relativ schnell, auch Merkur bewegt sich relativ schnell. Natürlich wirkt auch auf unserem Leben, aber das sind keine schicksalhafte Veränderungen, sondern es sind Stimmungen. Bei Merkur-Energie kommt eine Nachricht, bei Venus-Energie natürlich die Kreativität, das Schöne oder die Liebe hat auch einen Einfluss drauf oder etwas verschönern. Venus befindet sich am Januar in Tierkreiszeichen Waage. Venus bedeutet auch kleines Glück. Jupiter ist die große Glück, Venus ist die kleine Glück. Hier im Waage hat ein Einfluss auf die Finanzen, Gewinnchancen, aber bedeutet auch, dass du etwas Schönes kaufst. Jupiter vergrößert etwas und schenkt uns Chancen, Möglichkeiten im Leben. Und Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das im dritten Lebensbereich. Das sind Kontakte, das ist Kommunikation, das ist Internet, Nachrichten, Treffen mit Verwandten, Bekannten, und das vermehrt sich. Durch diese Jupiter-Energie vermehrt sich hier die Kontakten. Jupiter hat mit Weisheit auch etwas zu tun, und diesem Lebensbereich liegen auch Schulungen, Ausbildungen. Das kann auch bedeuten, dass in dieser Richtung aktiv wirst. Entweder vermittelst das Wissen
oder meldest du dich an in einem Seminar oder Schulungen, ist auch möglich. Saturn und Pluto befinden sich im Schütze. Und das wirkt in deiner Wohnsituation. Bei Saturn kann das schwierig sein und bei Pluto-Energie oft geht etwas zu Ende und das würde bedeuten ein Umzug. Sonne und Merkur ist auch im Schütze. Sonne gibt die Energie, die Klarheit und Merkur die Verträge, Mietvertrag, Kaufvertrag, aktiviert etwas in Wohnsituation. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und wirkt auf deine berufliche Situation. Wenn du künstlerisch tätig bist, dann ist diese Neptun-Energie wunderbar, weil das lässt dich inspirieren. In anderen Berufen ist Neptun etwas undurchschaubar, unklar. Und alles hängt in Luft. Es ist schwierig, beruflich momentan zum Orientieren. Neptun kann auch hervorrufen, dass jemand täuscht etwas vor und du fühlst dich im Arbeitsplatz enttäuscht. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und wirkt auf deine Partnerschaft. Natürlich, Mars ist deine Männlichkeit, bedeutet aber, dass es einiges bewegt sich in Liebepartnerschaft. 7. Januar wird Uranus direktläufig, bis dahin ist rückläufig. Eine Rückläufigkeit bedeutet, das bremst etwas ab, geht nichts voran. Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, alten karmischen Themen oder schlicht einfach jemand meldet sich von Vergangenheit, ist auch möglich. Uranus hier im ämtlichen Bereich oder Erbschaften sind auch möglich, auch gerichtlichen Sachen, dass das diese ämtlichen Sachen laufen nicht voran, solange bis Uranus rückläufig ist, aber dreht sich die Richtung am 7. Januar wird Uranus direktläufig. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, die kleine Uhrzeiger ist die Sonne. Sonne hat einen Einfluss auf unsere Monate und Mond hat einen Einfluss auf unsere Tage. Jetzt jeden Tag beschreiben, was passiert im Tag, das wäre die Zeit, zeitlich nicht möglich, aber ich empfehle die täglichen Tageshoroskopen. Dann kann man das verfolgen, welchem Planet und auch Sonne, Mond, wo sich das befindet. Dann kann man das einordnen, in welchem Lebensbereich wird etwas aktiviert. Also auf die Mondenergie gehe ich nicht ein, nur auf die Mondphasen, weil das hat eine Bedeutung. Ein Neumond bedeutet immer ein Rückzug. Über etwas nachzudenken oder meditieren. Wir brauchen in diesem Moment den Rückzug, damit wir etwas verinnerlichen können und bekommen wir die Klarheit. Und immer in dem Tierkreiszeichen, wo dieser Neumond befindet, kannst du einordnen, in welchen Lebensbereich sollst du dann nachdenklich sein. Wenn die Neumond zum Beispiel im Waage ist, dann sollst du verinnerlichen oder nachdenklich sein, wie bringst du deine Finanzen in Ordnung. Ein Halbmond ist schön, aber das ist immer Spannung. Das ist Unsicherheit, Nervosität. Bei einem Halbmond haben wir das Gefühl, wir verlieren die Gleichgewicht oder kommen Einflüsse von außen und stören oder nerven uns.
Und immer, wo ich dann sage, wo Halbmond ist, in welchem Tierkreiszeichen, genau in diesem Lebensbereich ist diese Unsicherheit oder Nervosität. Ein Vollmond, so beschreibt die indische Astrologie, ist Glück, weil wird den Weg beleuchtet. Da erkennen wir etwas klar und deutlich oder kommt die Wahrheit ins Licht. Und das können wir dann auch einordnen. Und am Januar, 6. Januar, ist Neumond in Tierkreiszeichen Schütze. 14. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. 21. Januar ist Vollmond in Tierkreiszeichen Zwillinge. 27. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau. Februar. Uranus bleibt in Tierkreiszeichen Widder. Rahu, Ketu, die beiden Mondknoten bleiben auch Krebs und Steinbock. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Wirkt auf die Wohnsituation. Und das würde bedeuten, du verschönerst etwas zu Hause. Sonne, Merkur ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Aktiviert Themen wie Kinder. Merkur hat auch einen Bezug zum Kinder. Oder du verspürst eine schöpferische Kraft und du möchtest etwas in Form zu bringen, gestaltest etwas. Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann und Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Bleibt auch. 4. Februar ist Neumond in Tierkreiszeichen Steinbock. 12. Februar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Widder. 19. Februar ist Vollmond in Tierkreiszeichen Krebs. 26. Februar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Waage. März. März befindet sich Mars in Tierkreiszeichen Widder. Mars übergeht ihn wieder und du wirst dich einsetzen, was die ämtlichen Themen betrifft, oder bedeutet schlicht einfach die Sexualität. In diesem Bereich gehört auch die Sexualität und Mars hat auch mit Leidenschaft etwas zu tun. Uranus bleibt. Rahu Ketu bleibt auch, das sind die beiden karmischen Knoten. Jupiter bleibt auch im dritten Lebensbereich. Saturn, Pluto bleibt im Schütze. Venus übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Merkur, Sonne verlässt den Steinbock. Hier wirkt die Venus-Energie. Und Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und Merkur in Fischen. Das heißt, Sonne gibt dir die Lebenskraft. Das ist gut für die Gesundheit oder es wird etwas klar in deiner beruflichen Situation. Sonne bedeutet oft auch der Chef, dass du dann Probleme bekommst mit deinem Chef, mit Neptun-Sonne ist es auch möglich.
Merkur hier im Partnerschaftsbereich, das handelt sich um Gespräche mit der Partnerin oder etwas plant ihr gemeinsam. 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet Kontakte, Termine, Kommunikation und Verträge. Das wirft alles zurück, diese Rückläufigkeit. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann. 14. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier. 21. März ist Vollmond in Tierkreiszeichen Löwe. 28. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion. April. Uranus bleibt im Widder. Mars ist in Tierkreiszeichen Stier. Mars bewegt sich vorwärts und erreicht den Tierkreiszeichen Stier, Auslandskontakte oder eine Reise. Rahu und Ketu, die beiden karmischen Knoten, ändert sich die Richtung. Ketu, was die alte Karma betrifft, Ketu befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, genau dort, wo in dein Geburtshoroskop auch ist, aktiviert bei dir karmischen Themen. Also hier im Schütze etwas gründen, das ist die Basis, die Fundament, oder Veränderung in Wohnsituation. Und die Richtung ist Zwillinge und das ist deine Berufung. Also hier werden karmische Themen aktiviert und das ab April bleibt ganzes Jahr und du hast da auf diesem karmischen Weg auch einen Bezug, weil das ist das gleiche Position wie in dein Geburtshoroskop auch war. Ketu im Schütze, Rahu im Zwillinge. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Schütze. Gibt dir die Möglichkeit, wohnlich zu etwas verändern? Oder wenn du etwas gründest, wie Selbstständigkeit und brauchst die Fundament, diese Gründung, Jupiter gibt ein Okay dazu. Das sind die Chancen und Möglichkeiten. Saturn und Pluto bleibt auch. Und natürlich Ketu, die karmischen Knoten. Merkur ist rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Also kehrt zurück hier in Wassermann. Und das sind Themen, was die beruflichen Situationen betrifft oder Terminen oder Verträgen. Das kann natürlich etwas verlangsamen, diese Rückläufigkeit, aber kann auch alten Kontakten sein, auch karmischen Themen. Venus befindet sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das bedeutet die Kreativität. Venus hat auch einen Einfluss auf Selbstständigkeit. Und Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Fischen,
12. April ist Halbmond in Zwillingen. 19. April ist Vollmond in Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Uranus bleibt in Widder und Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Hier kannst du alles klären, was die Ämter betrifft. Aber bedeutet auch deine Lebenskraft, deine Lebensenergie, auch das Selbstbewusstsein, diese Transformation. Mars im Tierkreiszeichen Stier, also Mars bleibt hier, hat einen Einfluss auf Ausland, auf Reisen. Die beiden karmischen Knoten, Ketu im Schütze, Rahu im Zwillinge, bleibt ganzes Jahr. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion, aktiviert die dritte Lebensbereich. Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig im Schütze, Neptun im Wassermann und Merkur, Venus in Tierkreiszeichen Fischen. Gespräche mit der Partnerin, es handelt sich um die Liebe, Partnerschaft und bei Merkur Energie sind Gespräche, Klärungen, Handlungen. 4. Mai ist Neumond im Widder. 12. Mai ist Halbmond im Tierkreiszeichen Krebs. 18. Mai ist Vollmond in Waage. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni. Uranus bleibt im Widder. Venus übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Sonne und Merkur befindet sich im Stier und Mars übergeht im Zwilling. Also deine Energie, deine Kraft ist in Berufung, Sonne im Stier und Merkur ist auch im Stier. Gespräche, Kontakte im Ausland. Dann auch Schulungen bedeutet besonders bei Merkur-Energie oder Verträgen. Jupiter bleibt im Skorpion und Juni ist etwas Besonderes. Und das wirkt auf deine karmischen Themen. Saturn ist rückläufig, Pluto ist auch rückläufig. Rückläufigkeit ist sowieso karmischen Themen. Hier im Schütze befindet sich auch Ketu, die absteigende Mondknoten, was die alten Karma symbolisiert. Die stehen in einer Konjunktion. Saturn, Pluto, Ketu steht in einer Konjunktion. Und das bedeutet, dass die treffen sich im Schütze und befinden sich im gleichen Gradzahl. Und das heißt, sie wirken gemeinsam. Hier sind so massiv karmische Themen und bei dir aktiviert auch die Karma, weil dein karmischer Knoten ist auch im Schütze. Und die Thema, die Themensbereich ist dein Zuhause. Deine Heimat, deine Traditionen, deine Herkunft, dein Ahnen, deine eigene Wohnsituation und auch die Basis, die Fundament, die Gründung an etwas. Neptun bleibt im Wassermann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, 25.
Juni ist Halbmond im Fischen. Juli, Uranus bleibt. Sonne, Venus ist im Zwillingen. Venus und Sonne ist im Zwillingen. Das ist deine Kreativität und Lebensenergie fließt an deinen Berufung. Mars und Merkur ist im Krebs. Mars und Merkur ist im Krebs. Das ist der Bereich, die Gruppen von gleichgesinnten Menschen oder ein Verein. Und bei Merkur-Energie kann bedeuten entweder Kontakte mit Freunden, Bekannten, das ist auch der Freundeskreis, oder bei Merkur kann auch bedeuten, einen Vertrag unterschreiben, dass du in einen Verein eintrittst. Bei Mars kann auch Sportverein bedeuten, Mars ist die Bewegung. Also hier kommt etwas in Bewegung, in Freundeskreis oder in eine Gruppe. Jupiter bleibt hier im Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann hier. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Tierkreiszeichen Zwillinge. 9. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Ein Mondfinsternis findet immer bei den karmischen Knoten statt. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August. Uranus bleibt in Tierkreiszeichen wieder. Merkur ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das ist die Rückläufigkeit der Merkur, also Kontakte, Gespräche, Termine, handelt sich um deine Berufung. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Das ist Freundeskreis, Bekanntenkreis, Mars, Venus, handelt sich um die Liebe, kann auch bedeuten, dass du mit deiner Partnerin in einen Verein eintrittst oder trifft euch mit Freunden, mit gleichgesinnten Menschen. Jupiter bleibt in Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt hier im Wassermann. Genau, hier ist die Neptun-Energie. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Löwe. Und 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist die königliche Stern. 12. August wird Jupiter direktläufig und 12. August wird Uranus rückläufig. September.
Uranus ist rückläufig in Tierkreiszeichen Widder. Rahu Ketu bleibt und die Tierkreiszeichen Löwe befindet sich Sonne, Mars, Venus, Merkur. Und Merkur. Aktiviert karmischen Themen kann auch bedeuten, dass du einen gewissen Rückzug brauchst, dass du deine Kraft wieder findest. Aber Geheimnisse, was die Liebe, Partnerschaft betrifft oder Gespräche, dass jemand spricht über euch. Hier sind auch die geheime Feinde, dass es jemand etwas erzählt und das soll ein Geheimnis bleiben oder sprechen sie über euch, weil ihr habt Neider, ist alles möglich. Es ist hier sehr, sehr geheimnisvoll. Bei Mars, Venus handelt sich um die Partnerschaft, bei Merkur um die Gespräche und Sonne bringt alles ins Licht. Und das kann auch bedeuten, dass es besser ist zum Schweigen, weil das wird dann weiter erzählt, wenn ihr irgendwelche Geheimnisse habt, aber aktiviert auch karmische Themen. Jupiter bleibt im Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze und Neptun hier bleibt im Wassermann. 19. September wird Saturn direktläufig. Ändert sich die Richtung. 6. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion. 14. September ist Vollmond in Tierkreiszeichen Wassermann. 22. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier. 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober. Uranus ist rückläufig und bleibt im Widder. Rahu Ketu bleibt auch. Sonne, Mars und Venus ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. In Beziehung kommt Ordnung und du stehst zu deiner Persönlichkeit. Das trifft dich hier persönlich. Merkur ist im Waage, hat einen Einfluss auf die Finanzen. Das kann auch Verträge sein, was mit Finanzen zusammenhängt. Oder vermittelst Wissen und kommt Geld rein. Kann auch bedeuten, du gibst Geld aus für Bücher oder meldest du dich in eine Schulung an, kostet auch Geld. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze und Neptun bleibt im Wassermann. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Uranus bleibt im Widder immer noch rückläufig. Rahu Ketu bleibt Schütze und Zwillinge. Mars befindet sich im Jungfrau. Aber Sonne und Venus verlässt die Jungfrau. Sonne befindet sich dann in Tierkreiszeichen Waage. Die Energie fließt an die Finanzen, aber Sonne symbolisiert auch das Selbst. Und hier ist wichtig dein Selbstwertgefühl. Und das unterstützt auch die Finanzen, weil das Selbstwertgefühl hängt energetisch mit Finanzen zusammen. Und Sonne ist die Symbol für Selbst.
Merkur ist rückläufig. Hier beginnt die Rückläufigkeit dann im Skorpion. Jupiter ist im Skorpion und Venus ist auch im Skorpion und aktiviert diesem Lebensbereich Chancen, Möglichkeiten. Jupiter vermehrt etwas. Durch Merkur kommen die Gespräche, Kommunikation und Venus ist die weibliche Energie, also kann auch Kontakte zu Frauen sein. Es ist aber auch die Verwandten, die Verbindung auch zu Bekannten und Verwandten. Saturn, Pluto bleibt im Schütze und Neptun bleibt auch in Wassermann. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird direktläufig, also ändert die Richtung, geht alles voran. 28. November wird hier Neptun auch direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder, 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Waage. Dezember, Uranus ist noch rückläufig und bleibt im Widder. Rahu Ketu bleibt auch, Mars und Merkur steht im Waage. Merkur war rückläufig und ist im Waage. Handelt sich um die Finanzen. Sonne ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier ist die Lebensenergie dann. Auch die Aufmerksamkeit, auch das Licht oder die Wahrheit. Du öffnest die Augen auf diesem Lebensbereich. Und Venus befindet sich im Schütze, aber nicht nur Venus, sondern auch Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Und all das aktiviert die karmischen Themen oder die Gründung etwas oder Haus bauen oder ein Umzug, handelt sich auch natürlich um die Wohnsituation. Neptun bleibt hier in Wassermann. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond in Tierkreiszeichen Schütze. Liebe Riade, das war dieser Jahreshoroskop für Jahr 2019. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.